Hallo Leute und willkommen zurück zu einer alten Folge Let's Play BeamNG Drive. Und wir haben heute mal eine Most Wanted Mod, und zwar den ETKI, so ein bisschen gemacht wie den E46 M3 aus Need for Speed Most Wanted. Ich wollte sagen BeamNG Most Wanted, aber das ist nicht existent, das gibt es nicht. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier die schöne Lackierung, White Body und ähnlich auch die mit den Lufteinlässen. In der Motorhaube ist natürlich nicht der gleiche Wagen, aber es ist dann auch ganz cool. Wir führen uns mal auf West Coast USA und wollen den mal ausprobieren. Und je nachdem, wie viel Spaß mit dem haben, habe ich auch noch eine andere Mod, die wir heute zeigen. Spätestens morgen. Oh, wow, ein schöner Drift. Und ja, ich mache bald bei einem kleinen Interview mit. Der Kaffeetrinker wird mich, also das ist der Username, der Kaffeetrinker, wird mich in den nächsten Tagen interviewen auf seinem Channel. Und er sucht dafür noch Fragen und will eure Fragen haben. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt an mich, die ich in einem Interview beantworten soll, egal welche Fragen, alle Fragen gehen, dann ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, jetzt einfach unten rein, und dann wird es hier aufgreifen und mich im Interview fragen, und dann seht ihr das in ein paar Tagen. Auf seinem Kanal werde ich da alles verlinken. Also irgendwelche Fragen an mich einfach unten in die Kommentare schreiben. So, der ETK fährt sich auf jeden Fall schon mal ganz gut, muss ich sagen. Er ist nicht super leicht zu fahren, aber generell besser als manch anderer Wagen. Hier springt er gerne raus. Oh, halten. Puh. Das war kritisch. Aber ich find's einfach cool. Ich muss eigentlich mal. Ich muss ein drittes Mal Most Wanted Let's Playen, oder? Zweimal habe ich es ja schon Let's Playen. Eigentlich muss ich ein drittes Mal Let's Playen. Also ein geiles Spiel. Stimme mal oben rechts ab, ob ihr nochmal Most Wanted Let's Play haben wollt. Ich liebe das Spiel. So. Oh, wow. Okay. Wollen wir den mal crashen, oder? Wir können leider nicht die Ölpfanne aufreißen. Damit wir das gute alte Ölleck haben. Oh, das hier sieht hier. Aber wir können ihn immer noch crashen. Und werden hier mal die Jane Drax Strip schön runterpesen. Und dann uns einen wunderbaren Crash. Ein wunderbarer Crash ist irgendwie auch. Krass. So. Okay. Puh, 180. Einfach mal in die Mauer rein. Das ist nicht so nett. Mal jetzt noch einen Sound, oder haben sich das? Nee. Das hab's euch. Judy, denn die andere Mod, die ich ausprobieren wollte, ist eine Gleiter-Mod. Also eine schöne, schöne Weise fliegen. Und das Coole ist, die soll wohl auch unter Wasser funktionieren. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Flying Wing heißt sie. Und ja, ich weiß nicht wirklich, wie wir sie kontrollieren. Also mit T können wir sie thrusten. Das war jetzt irgendwie etwas unpraktisch. Warte mal, richten wir den mal aus. Der wiegt irgendwie nur 50 Kilo oder so. Also da muss ich ja vorsichtig sein, dass ich hier nicht zu viel Kraft aufwende. So, irgendwann sollte er, denke ich, abheben. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn steuern. Okay, können wir ihn steuern? Können wir ihn überhaupt steuern? Können wir ihn überhaupt steuern? Also er hat wohl Thrust Vectoring. Ich merke aber nichts. Also er fliegt schon mal. Das ist schon mal ganz nett. Aber kann ich hier noch, da muss ich mal ins Optionsmenü. Controls. Peak Specific. Elevators, Flying Wing. Ja. Ja, die hätte ich gerne. Achsenmäßig, gut. Ich habe keine Achsen dafür, Leute. ich habe mit Tastatur. Das kann man das nur mit Controller. Ach, egal, kein Problem. Wir fliegen den so ein bisschen rum. Aufpassen, jetzt gibt es eine scharfe Kurve, die ich eigentlich nicht fliegen wollte. Aber wir können den Blick hier über East Coast, West Coast USA, können wir wunderschön genießen, während wir jetzt hier in einen ganz schön steilen Sinkflug reinkommen. Und, oh, okay, da war's. Und, oh, wow, okay, jetzt buggt es ein bisschen raus. Okay. Judy, tolle Mod. Blöd, wenn man sie nicht benutzt, kann nur Controller. Okay, entspann dich. Baba. Ruhig. Okay. Judy, ich dachte, wir können ja das kontrollieren. Das können wir aber leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Wollen wir mal einfach so noch ein paar Fahrzeuge ausprobieren? Nehmen wir mal hier bei Alaska City Police Department. Und machen wir eine kleine Verfolgungsjagd, oder? Eine gute alte Verfolgungsjagd. Und dann nehmen wir, was nehmen wir als verfolgten Wagen? Nehmen wir einen Pessima.
Da war so eine Street-Tune-Variante, richtig OG. So, da brauchen wir die kurz die App. Die gibt's hier. Plus AI Control. Wunderbar. Da machen wir auch nochmal langsamer. Die haben jetzt beides gleich Kennzeichen. Ja, okay, aber wir haben nur zwei. Das sollte jetzt nicht zu viel zu schwer werden. Chase. Oh, okay, er macht automatisch. Oh, okay. Das ist natürlich ganz praktisch, dass ich jetzt gar nicht angeben muss, wen er verfolgen muss. Oh, komm, 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 komm. Au. Okay, verfolgen direkt auf der Rennstrecke. Bremsen. Oh, 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 wow, der fährt sich um einiges schlechter, als ich dachte. Und der crasht ab. Voll gegen die Wand. Sorry für die ganzen komischen Geräusche, die ich gerade mache. Ich weiß auch nicht, warum die machen. So, da können wir den ein bisschen verarschen, wenn wir um ihn rumhauen. Oh, ach, schlechte Idee. Oh nein, nicht uns kriegen, bitte. So. Wollen wir ein bisschen Rodeo spielen mit denen? Das ist der Schisshase. Komm her. Wuhu! So. Ich gebe mal einen kleinen Stupser. Okay, da weiß, glaube ich, auch nicht mehr, wo er lang fährt. So, jetzt crashen wir einmal schön drauf. Oh, wow. Wir sind ganz schön zerstört worden. Das hätte ich gar nicht erwartet. Wir sind mal mit 150 draufgeknallt. Aber wow, hat es uns zerstört. Komplett zerfetzt worden, der Wagen. Während die da vorne... Oh, oh, da nochmal gegen. Okay. Wechseln wir mal den Wagen. Nimm auch mal einen Grand Marshal, komm. Nehmen wir ein Taxi. Der soll uns nochmal verfolgen. So. Jetzt sollte er uns verfolgen, genau. Okay. Oh, komm, ein bisschen mehr Gas. Ich glaube, der hat nämlich eine sportliche Variante drin. Ah, oh, komm schon. Was macht der? Okay, tschüss. Was der vorhatte, weiß ich jetzt nicht ganz. Aber es hatte wohl vielleicht irgendeinen Sinn. Wollen wir nochmal Hallöchen sagen? Warum? Was mache ich hier eigentlich? Warum nehme ich nicht ETK? Eigentlich bis jemand. Nehme ich nicht die ETK-Variante von Most Wanted. Wenn wir schon eine Verfolgungsjagd machen, dann können wir auch die Variante nehmen, oder? Ja, ne? Seid ihr auch der Meinung? Okay. So, disablen wir das mal. Wir wollen hier das Kennzeichen ändern auf... Was ändern wir das? Ich weiß gar nicht, was hatten die erwartet? Die haben... Das ist das Kennzeichen, das die haben bei Most Wanted, oder? Einfach nur NFSMB, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Dann nehmen wir noch einen Polizeiwagen. So. Okay, und die sollen uns beide verfolgen. Das klappt vielleicht ein bisschen besser jetzt. Chase. So. Chase. Ja, dann wäre es am Weg, genau. Ah. Ich hasse diese Menüs. Habe ich das schon mal gesagt? Okay, Leute, entspannt euch. So, 1, 2, 3, losfahren. Oh, wow, kommen die gut weg. Jetzt sollten wir aber... Ja, jetzt haut der Turbo rein, wunderbar. Okay, den können wir ein bisschen abhauen. So, Gas geben. Die wissen aber, glaube ich, auch nicht ganz, wo sie langfahren sollen, oder? Können wir hier rüber? Mal sehen, folgen die uns hier rauf? Was machen die? Gibt's einen Crash? Ah, da ist natürlich... Ja. Oh. Die wissen absolut nicht, was sie machen sollen. Die sind echt verwirrt. Okay. Dann machen wir das einfach für euch, Leute. Wenn ihr das nicht könnt, anders. Dann mal nur uns hier hinsetzen. So. F7. So, gut. Und dann wollen wir dich auch hier rübersetzen. Wo war das? Hier war das irgendwo, ne? Genau da. F7, so ein bisschen in der Luft ist immer okay. Und... Kann ein bisschen tiefer setzen.
Oh, der ist jetzt auf dem Dings gelandet. Das ist natürlich unpraktisch. Okay, jetzt sollten sie uns folgen, oder? Kommt, Verfolgungsjagd. Noch die Blaulichter an. So, nicht euch gegenseitig schrotten. Okay, jetzt haben wir eine schöne Verfolgungsjagd. Wunderbar. So, hier einlenken. Oh, wow. Oh, erstmal selbst schrotten. Oh, wow. Komplett alles geschrottet. Die kam aber auch nicht ganz damit zurecht. Komm schon hier durch. Ah, oh, der fährt sich nicht mehr so gut. So, eine haben wir noch hinter uns. Eine Patrouille. Gegenlenken. Die kommt. Also irgendwie kommt die KI gerade absolut nicht klar. So, genauso wie. Oh Gott, ich kann heute nicht reden. Ich kann heute einfach nicht reden. Wollen wir mal Hallo sagen? Wenn man es wartet, macht es sonst nichts aus. Hier ist es dann doch durchaus etwas unpraktisch, wenn wir gegen die Polizei knallen. Okay, ich gebe jetzt aber mal Gas und versuche hier irgendwie durchzukommen, aber ich denke, wir werden früher oder später crashen. Nach dem Sprung wahrscheinlich. Okay, doch, wir sind ziemlich gerade gekommen, das war perfekt. Oh, das wird unangenehm. Hallo. Werden die uns jetzt reincrashen? Oh, die werden sich selber reincrashen. Oh, wow. Und da. Okay, auf jeden Fall. Denkt dran, euren Wunsch bezüglich der Frage, bzw. eure Fragen an mich einfach unten in die Kommentare zu schreiben. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zu BMG, auch in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.